Hallo liebe Kioskfreunde, ja, ich bin tatsächlich jetzt schon, ich kann es selber kaum glauben, ein ganzes Jahr hier im Kiosk. Und was in dem einen ganzen Jahr so alles passiert ist, erzähle ich euch jetzt mal hier in dem Video. Genau, also die allererste große Veränderung, die mir direkt einfällt, ihr seht es vielleicht, ich stehe noch hier vor unserem alten, naja, nicht mehr ganz so intakten Setup. Wir sind nicht mehr live auf Twitch. Das war somit die erste große Änderung, würde ich sagen. Bevor ich hier angefangen habe im Kiosk, habe ich ja 6 Jahre lang in einem Fitnessstudio gearbeitet. Genau, aber ich war jetzt kein Trainer oder so. Ich war da an der Rezeption, habe Verträge gemacht. Meine Freundin arbeitet jetzt auch schon seit 3 Jahren für Aaron und irgendwie bin ich dann so hier reingerutscht. Genau, ich fand dieses Konzept von Kiosk und Einzelhandel und Social Media ziemlich interessant und bin dann halt so zum Kiosk gekommen. Ja, du hast mich ja gefragt, wie mein Start war. Also ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückblicke und mich selbst reflektiere, muss ich sagen, mein Start war super. Ich wurde super aufgenommen von Dennis, von Leon. Wir haben ja auch einen Chef, der relativ viel Geduld hat. Der hatte immer auch relativ lange Welpenschutz. Egal, auch, ich habe auch mal Mist gebaut, aber hatte ja, alles gut. Nochmal passieren darf es nicht. Ja, ansonsten, es war ja alles selbsterklärend. Kasse ging schnell. Post hat eine Weile gedauert, muss ich echt sagen. Habe ich immer noch nicht drin, muss ich echt gestehen. Man fühlt sich wohl. Also die Firma muss noch eine Weile mit mir auskommen. Krasses Erlebnis, schönes Erlebnis war auch eine Dame, die hat bei mir im Lotto gewonnen. Auch ganz gut. 5 Richtige gehabt. Ich sag jetzt nicht die Summe, aber das war auch ein sehr schönes Erlebnis, muss ich sagen. Der Greifer ist weg. Das war wirklich, oh. Das war der schönste Tag meines Lebens übrigens hier. Letzte Woche, Donnerstag, das war wirklich der schönste Tag hier. Weil das war so nervig. Die Postschlange bis draußen, dann mittendrin die Schulkinder, 15 Stück zu Bestzeiten vielleicht. Und die sind laut und die wohnen immer frecher und haben nicht verstanden, dass wir eigentlich schenken, Sachen verschenken nicht wollten. Wir hatten ja mal eine Zeit lang Kitschis. Dass sie sich eine Hitchi-Packung aussuchen, obwohl der natürlich am Ende teuer. Wenn du hier am Tag 40 bis 50 kleine Kinder hast, die dann immer gewinnen, weiß nicht, wie die das machen. Und dann kannst du dir vorstellen, das ist einfach wirtschaftlich der Tod. Jetzt haben wir da natürlich trotzdem Hitchis reingemacht, aber halt lose, also lose Bonbons. Und da war denen halt irgendwann nicht mehr gut genug. Und dann, ja, war für mich dann gegessen. Für mich hat der Greifer und am Ende dann keinen Mehrwert mehr für den Kiosk. Ist jetzt auch ruhiger, weniger. Die Kunden waren ja auch gestresst bei der Post. Wenn du da immer irgendwelche Kinder hast, die haben ja auch einen Geräuschpegel. Und ja, hör auf. Wir sind auch gestresst mit Eindruck da. Und wenn dann noch die Kinder dazukommen, dann war ich komplett Feierabend. Wenn die Montag am ersten Schultag hier rinkommen und der Greifer ist weg, na, dann ist ja das Geheule groß und wir sind die schlimmsten Menschen auf diesem Planeten. Genau, also wir werden vom Kiosk auch des Öfteren mal zu Events eingeladen, wie zum Beispiel zu Kino-Events von Bernie, der ja auch hier Mitbesitzer vom Kiosk ist. Das ist immer ein sehr, sehr schönes Erlebnis, weil wir teilweise Filme und Serien auch schon vorab sehen dürfen, bevor die im Kino kommen. Genau, also es gibt immer mal so Events, wo man sonst, sage ich mal, vielleicht nicht so einfach hinkommen würde, wo wir vom Kiosk eingeladen werden. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber und das nimmt man auch immer gerne mit. Was ist der Vorteil am Kiosk? Natürlich die Arbeitszeiten. Hier ist 8 Uhr Feierabend, hier weiß ich, 8 Uhr gehe ich nach Hause. Wenn ich bei Netto um 14.30 Uhr Feierabend hatte, war ja auch nie der Fall. Das war halt der Nachteil, dass wir halt bis 21 Uhr offen hatten. Und ich hatte auch schon mal Schichten morgens angefangen um 6 bis 21.30 Uhr, da bist du tot. Also meine längste Schicht hier ist 8 bis 18 Uhr gewesen, was ja vollkommen im Rahmen ist. Aber das Highlight eigentlich war mit Jan. An dem Sonntag haben wir uns hier um 12 mittags getroffen, wollten eigentlich nur ganz schnell, weiß nicht, 8 Stunden, 6 Stunden hier ein bisschen was von A nach B räumen und am Ende sind es 17 Stunden draus geworden. Morgens um 4 waren wir zu Hause. Das sind so 17 Stunden, die man in Kauf nimmt. Das ist einfach, man hat sofort ein Ergebnis gesehen. Also ich bin glücklich ins Bett gegangen. Ja. Genau, also so eine Aufgabe, die am Anfang, sage ich mal, mich schon etwas überfordert hat, würde ich sagen, ist tatsächlich auch die Post, weil es halt einfach so ein komplexes Thema ist. Es gibt so viele verschiedene Arten von Briefen, Paketen, Pakete ins Ausland und so weiter. Aber da muss ich wirklich sagen, inzwischen habe ich da so eine Routine drin, dass ich das einfach zack, zack, schnell abarbeite. Es gibt ganz, 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 ganz selten auch mal so Fälle, die man wirklich noch gar nicht hatte. Sonst muss ich sagen, bin ich hier wirklich sehr routiniert. Gerade jetzt auch wichtig, weil man sieht es ja schon, wir haben hier, was die Post angeht, auch ausgebaut. Wir haben echt eine riesen Erweiterung bekommen. Wir haben einen viel, viel höheren Anlauf. Wir haben viel, viel mehr Kunden. Einfach weil das Hauptpostamt, was ja genau hinter uns war, jetzt geschlossen hat. Die machen gar nichts mehr mit Post. Die ganzen Kunden kommen direkt alle von da drüben her. Und wir merken das auf jeden Fall massiv. Hallo. Ja, weil du gerade gefragt hast, mein zweitschönster Tag war, da gibt es auch eine Folge von Kunden aus der Hölle, da habe ich das erwähnt, wo die Frau mir ihr Handy hinhält.
ich da eigentlich nur von links nach rechts zwischen wollte wegen QR-Code und ich habe da irgendwelche Unterwäschebilder gefunden von ihr. Das Foto wird bestimmt eingeblendet, macht er schon. Das war ein schöner Tag. Ich bin, die Frau habe ich bis heute nicht vergessen, die war aber seitdem nie wieder da. Ich glaube, das ist hier unangenehm. Wahrscheinlich mir in dem nächsten Heimjahr vor. Wahrscheinlich dasselbe wie jetzt. Also permanent umbauen, permanent. Ja, die Ideen bleiben ja nie aus. Die Firma haben ja auch schlaue Leute dahinter. Aaron ist ja auch permanent dabei, zu überlegen, was machen wir als nächstes. Also, es wird nie langweilig. Also, ich denke mal, das nächste Halbe ja, wird genauso spannend wie es. Permanent zu tun. Genau, was man natürlich auch noch sagen muss, was sich in einem Jahr verändert hat, ist das Team. Als ich hier angefangen habe, war Leon zwar auch schon da, aber das war mehr so Ferienjob-mäßig, Minijob-mäßig. Es waren auch noch ein, zwei andere Leute da, als ich angefangen habe. Und eigentlich hat sich das ganze Team einmal gewendet. Also ich bin dazugekommen, Leon ist inzwischen fest dabei, Leon ist unser Auszubildender. Schrödi kam dazu als neuer Kioskchef, worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin, weil ich finde, Schrödi ist ein super Chef. Nichts gegen Jan, Jan hat es auch gut gemacht, aber man merkt trotzdem, dass Schrödi so ein bisschen mehr dieses, dass er wirklich der gelernte Einzelhandelskaufmann ist. Weil du mich gefragt hast, aus welcher Idee habe ich denn mit reingebracht? Meine Idee war Greifer raus, meine Idee war BVG-Tickets. Aaron hat eigentlich schon abgeschlossen damit. Ich hatte ihn gefragt, ob ich mich da nochmal hinterhängen darf. Schrödi, wenn du das schaffst, versuch es. Ich habe es 10 Jahre versucht, ich habe es nicht geschafft. Ich habe eine Mail geschrieben, habe gesagt, wer wir sind, was wir machen, was wir für eine Reichweite haben oder haben könnten. Ja, und eine Woche später kam die Antwort, ja, okay, können wir uns vorstellen. BVG war meine Feder, dass ich da nochmal das aufrollen wollte. Ich könnte mir hier noch was vorstellen, dass wir hier wieder was einziehen, da wo der Wagen steht. Ja, Ideen sind eine Menge da, muss halt umgesetzt werden. Und Zeit für da sein, weil du musst ja auch nebenbei noch hier stehen. Also, ja, aber kriegen wir alt hin. Was sich noch verändert hat, ich habe es ja vorhin schon mal ganz kurz angebrochen, wir sind ja nicht mehr live auf Twitch. Beziehungsweise nicht mehr täglich und nicht mehr aus dem Laden. Aber wir sind mindestens einmal, wahrscheinlich bald sogar, ich weiß noch nicht ganz, ob man es sagen darf, zweimal die Woche live auf Twitch, wenn ich Boxbreakings mache. Wir öffnen Topskarten, Fußballkarten und das machen wir hier im Studio. Das hier ist das Setup, das steht jetzt hier in der Ecke, das verschiebe ich dann einfach. Da schiebe ich mir den Stuhl hierher. Das hat nämlich Jan alles sehr clever gebaut auf Rollen, dass man das alles variabel hinstellen kann. Dann kommt nur noch der Stecker rein und dann sitze ich hier und streame. Oft bis in die Nacht. Also der längste Stream waren 10,5 Stunden, glaube ich, oder 11. Ja, aber es macht mir auch super Spaß. Und ich lieb's und das ist meistens immer donnerstags oder freitags. Und ab August wahrscheinlich auch ein zweites Mal. Aber ich weiß noch nicht, wie viel wir davon schon verraten dürfen. Genau, aber deswegen folgt auch einfach dem Kiosk-Kanal auf Instagram, weil da werdet ihr auch immer darüber benachrichtigt, wenn ich live bin. Genau, ein Jahr ist jetzt vorbei und mein Ziel für die nächsten Jahre ist natürlich, dass er uns noch ganz, ganz lange erhalten bleibt. Da freuen wir uns alle drüber, da freuen sich die Kunden drüber. Ich denke, Aaron würde sich auch darüber freuen und genau, das ist so das Ziel für die kommenden Jahre. Liebe Kioskfreunde, das war's mit dem Video. Lasst doch gerne mal einen Kommentar da, welche Änderungen ihr euch hier im Kiosk wünschen würdet und wir sehen uns beim nächsten Mal. So, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit. Ich bin der Tobi von Absolut Top. Wir sind ja dicker Kioskumpel, von daher würden wir euch in unser Abendgebet mit einschließen, wenn ihr natürlich gerne die Glocke aktiviert, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Also wäre super, super cool von euch. Ciao, ciao.